Hier habe ich letztes Mal so ein relativ... Ach, hier ist schon wieder Schicht, oder was? Kalans. Oh. Ich fordere mich mal ganz kurz raus. Ich habe gerade so ein Schild mir gemobst, glaube ich. Kalans Wehr heißt das. Ist jetzt ein Schild. Kann ich aber noch nicht tragen, weil ich noch nicht genug Konstitution habe. Ungewöhnlich, dass dieser Schild über solch ein starkes Kraftfeld verfügt. Die verbauten Hologeneratoren findet man sonst nur in Gleitern. Giftresistenz plus 20. Schaden 15. Viel wert auf jeden Fall. Klingt erstmal nicht schlecht. Schade, dass ich Korins Waffe nicht verticken kann. Kettensäbel. Ja, erstmal nicht unspannend. Nicht unspannend. Achso. Ja, gucken wir doch mal rein. Sehr, sehr interessante Einsichten nochmal jetzt gerade hier zum Thema. Zum Thema gesamter Kriegsverlauf und Konflikt hier insgesamt. Die Kleriker sind ja doch irgendwie wichtig für diesen ganzen Konflikt. Ich muss jemanden finden. Ich muss einen reinen Feldherr finden. Da kann ich es mal alle gleich anhauen. Das geht auf jeden Fall schon mal. Nasti sucht nach einer großen Herausforderung. Sie behauptet, sie würde sogar die Kleriker unterstützen. Ah, okay. Ah, ist das die Überlegung, dass man quasi zu ihm hingeht und sich dann die reiner Feldherr-Mission holt? Und dann gehe ich jetzt zu Nasti und biete ihr das sozusagen an als Feldherr-Dings? Interessant, das probiere ich aus. Finde ich sehr, sehr spannend. Das machen wir auf jeden Fall. Nice. Krass, bin gespannt. Oh je. Oh, das wäre ja aufregend. Stell dir mal vor, ich verticke, also jetzt Nasti sozusagen an. Also ich verticke sie nicht. Ich vermittle, so, das habe ich gesucht. Das ist nicht passiert. Höchst aufregend. Ich meine, ich kann auch hier den Boss mal fragen, aber der wird das wahrscheinlich nicht gut finden. Den frage ich nicht. Ich frage ihn besser nicht. So, hier ist er doch schon. Wo war sie denn nochmal? Von der anderen Seite rein oder was? Irgendwie dran vorbeigelaufen. Okay, Nasti. Gucken wir doch mal. Der Judikator Ulbricht plant in Ignadon eine Großoffensive gegen die Alps. Ach ja, und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Er sucht einen Feldherrn, der einen Teil seiner Armee dabei anführen soll. Kennst du jemanden, der eine Kampftruppe anführen kann und sich für den Job freiwillig melden würde? Soll Ignadon brennen, dann hätten wir endlich erreicht, was wir wollen. Okay, vergessen wir das. Hey, warte mal. Was genau hat dieser Mistkerl denn vor? Er will den Konverter in Ignadon angreifen. So viel ich weiß, ist das Ding besonders. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schon machen kann. Bis unter die Decke vollgestopft mit Kampftruppen und Maschinen der Alps. Hab ich auch gehört. Sind die Jungs da drüben echt schon so verzweifelt, dass sie einem Outlaw ihre Kampfmaschinen anvertrauen würden? Und wenn es so wäre? Wahnsinnige! Das gibt eine Materialschlacht! Ich bin dabei! Du? Halt die Fresse, du Penner! Wer glaubst du, hat die Jungs hier angeführt, als wir uns diesen Stützpunkt hier unter den Nagel gerissen haben? Sie ist geil! Der Duke? Ha, nein, mein Junge! Ohne mich würde er immer noch in dem Loch verrotten, in dem wir früher gelebt haben! Was ist der Haken? Habe ich einen Haken? Gibt's einen Haken? Ich bin mir nicht sicher. Will ich einen Haken? Will ich Geld von ihr? Nein, mehr Suche hat er. Hört sich so an, als hätte meine Suche Erfolg. Ja, ja. Ich kenne die Kleriker. Mir ist schon klar, dass sie keine Elex-verseuchte Schlampe an ihre Maschinen lassen würden.
Ah, ich verkaufe den Mist, den wir hier produzieren, aber ich nehme ihn nicht. Was sind das immer, diese Flash, Alter? Ich werde sehen, was ich tun kann. Und deinen Arsch will ich in meiner Truppe sehen, dass das schon mal klar ist. Aufregende neue Mission. Auf den Weg zum Hort. Also, lass mich nicht warten, das würde dir nicht bekommen. Alter Vater, okay, krass. Heavy. Mach bloß keinen... Nee, ich mach keinen Mist. Ja. Interessanter neuer... Interessante neue Geschichte jetzt. Achso, ich kann sie noch nicht ausrichten, das rüsten, das war's. Ah, wie viel, wie viel Erfahrung habe ich denn? Okay, 18. Wollen wir dann jetzt direkt weitermachen, ey? Ich weiß nicht, richtig heftig. Das klingt schon alles irgendwie relativ nach einer relativ krassen Nummer. Irgendwie die Großoffensive von Ulbricht jetzt zu machen, scheint mir irgendwie, als wäre das möglicherweise mir noch ein Stück zu hoch. Machtausbau. Da gibt es aber auch keine Markierung mehr, oder? Doch. Hier sind die anderen Dudes. Habe ich nicht bei denen allen schon die Missionen auch gemacht? Ich glaube schon. Ich gehe mal nochmal zu irgendwie einem von dem hin und gucke mal. Hier in der Nähe. Wenn wir da so haben, davon ist Crazy Red, ne? Hallöchen, Hawk! Moin! Alles im Lack? Zeig mir deine Waffe. Wie ist der Lage bei dir, Freund? Das Helle, was ist hier so ein Rezept eigentlich wert? 100, guck mal, toll. Krug, Öllampe, Magnetfackel Dietrich. Ja, lohnt sich alles nicht. Ich kann noch mal ganz kurz hier auch bei den Geschichten gucken. Ich will ja eigentlich Handwerk, ich will Schlösser knacken, habe ich schon ganz gut. Irgendwie, hacken. Ah, okay, ich habe Hacken schon auf Stufe 1 und ich kann es trotzdem noch nicht so richtig geil machen, alles klar. Es geht noch bei den Outlaw-Geschichten, auseinanderschrauben. Teile aus meinen Waffen kann ich gewinnen, Munition herstellen. Injektor. Okay. Wirkungsdauer und Wirkung von Stims wird gesteigert. Kann mehr Stims gleichzeitig verwenden. Das müsste ich eigentlich auch mal verbessern. Das mit den Stims, Alter, das war echt ein geiles Ding. Ich kann mir ja bei, wie hieß der denn nochmal? Ist der nicht hier oben? Ist der nicht da oben? Er schifft erstmal dahin. Der Lage ist top. Sehr gut. Doch, genau. Woraus aus allem, natürlich, hauptsächlich aus, aber keine Angst, das Elex dient. Ja, Blas, Stims, sicher, okay, ich wollte eigentlich... Was hast du anzubieten? Ich habe nur die besten Stims aus dem reinsten Elex. Okay. Antitoxin, Giftresistenz, Aufputschmittel, plus 5 Kampf. Dickes Blut, plus 5 Resistenz gegen Bluten. Feuerteufel, Resistenz gegen Feuer, plus 5 Handwerk, plus 5 Überleben, La Cucaracha, plus 100 Gesundheit, auch nicht schlecht, gegen Radio-Dings, Persönlichkeit, Resistenz Frost, guck
mal hier, die Anleitung kann ich demnächst mal kaufen. Ich muss dann nur Chemie lernen. Dann kann ich die auch mal irgendwo machen. Ich weiß nur gerade gar nicht, wo ich die machen kann. Heiltrank. Guck mal, Heilpflanze und Wein. Nice. Muss man mal, mächtiger Heiltrank. Das muss ich alles mal hier lernen demnächst. Das wird schon Sinn machen, wenn ich mir da ein bisschen was beibringen würde für. Reines Elex kann ich hier kaufen. Feuerteufel. Resistenzfeuer. Was hatte ich denn zuletzt? Was war das? Plus 5 Kampf? Oder nee, ich hatte irgendwas, wo ich schneller mit... La Cucaracha. Die Schabe. Die Schabe, La Cucaracha. Deswegen hat die Schabe, es hat so viele Überlebensskills. Man kann ja Schaben nicht töten, deswegen. Grateful Buster, Werkbank. Okay, alles klar. Gesundheit plus 100. Wirkt eine lange Zeit die Regeneration der Lebensenergie. Tja. Harter Hund. Höhere Widerstandsfähigkeit. Meinungsverstärker. Doppelten Schaden. Doppelter Schaden? Sowas, ey. Das, sowas klingt nach einem richtigen Dings. Plus 5 Kampf. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob mir das kosten. Der 150. Geizig für. Aber da müsste ich mich echt mal weiterbilden in dem Bereich. Das ist echt eigentlich irgendwie verschenkt, da noch gar nichts gemacht zu haben. Bei Handwerk muss ich dann, was muss ich dann machen? Chemie muss ich lernen. Erlaubt ihr, ah ne, das erlaubt mögliche chemische Substanzen und Tränke herzustellen. Ja, das muss ich auf jeden Fall lernen. In der nächsten Stufe mache ich das also auch. Chemie lerne ich mal mit dazu. Eigentlich auch das. Ich weiß gar nicht, gesockelte Waffen sind an der Werkbank. Sind denn sicherlich auch die Sachen auch an der Werkbank? Solche Geschichten? Ich weiß es nicht. Also ich muss nächstes Mal zum Handwerkslehrer und ich muss zum Überlebenslehrer nochmal. Bergbau. Stim. Einige Stims hier. Resistenz, Wachmacher, schnellere Reflexe, Schrottscanner, mal Gesteinszeit und leichter wahrgenommen werden. Immunverstärker. Schon geil. Will das. Das will ich. Alles will ich, alles. Fix. Klar. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir da den Krieg mal da. In Ignadon. Weiß ich nicht. Mal gucken, was sie so zu sagen hat. Ich kann sie doch bestimmt jetzt besuchen hier, oder nicht? Oh je, ich sag euch das. Wobei ich auch in der Kuppelstadt lange nicht mehr gewesen bin. Ich hoffe, ihr packt keiner sein Gesangsbuch aus. Ich habe schon gehasst, wenn mein Bruder im Suff gesungen hat. Dann möchte ich mir das Gejammer hier gerne ersparen. Ah ne, hier bin ich falsch. Falsche Richtung, egal. Okay. Nasty, die Schwester des Dukes von Tavar, wird deine Armee anführen. Oh je. Du meinst... Ja, sie ist da rein und hat die Outlaws schon oft in so manche Schlacht geführt. Tja, wie ich es erwartet hatte. Eine schwere Prüfung für uns alle. Dieses Subjekt ist also unsere einzige Hoffnung. Subjekt. Ich reiß ihm gleich die... Entspann dich. Also gut. Dann sind wir gerüstet. Sobald wir die Maschinen soweit vorbereitet haben, werden wir in die Schlacht ziehen. Nasty,
Du bleibst gleich hier. Wir haben eine Menge vorzubereiten. Und dich erwarte ich auf dem Schlachtfeld vor den Mauern des Horts. Oh, Jesus. Oh, nee. Was, wenn ich jetzt die Kleriker abmurkse? So, nun ist es also soweit. Nun wird sich zeigen, wie gut unsere Vorbereitungen wirklich waren. Reinholds Trupp wird direkt zum Konverter vordringen und die Hauptarmee der Alps frontal angreifen. Nasty wird ihren Trupp durch die Stellungen der Alps zwischen uns und dem Konverter führen. Nasty ist wirklich nice. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wo meine Truppe am meisten gebraucht wird. Gehe ich mit Reinhold, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Jedoch hängt dann alles von Nasty ab. Die Alps dürfen den Hort nicht erreichen, sonst haben wir die Schlacht verloren, bevor sie richtig hat. Oh je. Hat. Was denkst du? Nasty und ich schaffen das alleine. Niemand kommt an uns vorbei und wird bis zum Hort vordringen. Das Risiko, dass der oberste Judikator fällt, ist zu groß. Bleib hier und kämpfe mit uns zusammen. Effektivität muss unser Handeln bestimmen. Geh mit rein und beschäftige das Hauptheer, bis wir da sind. Okay, das wäre meinem Kältewert jetzt entsprechend. Oh, fuck! Das ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung, Leute. Leckt mich. Ich würde sagen, hier drin kann ich nicht speichern, ne? Versuch, was wert. Okay. Schaffe ich das mit Nasty hier alleine? Wir schaffen das alleine. Nasty und ich schaffen das allein. Niemand kommt an uns vorbei und wird bis zum Hort vordringen. In Ordnung. So sei es. Geh nun zu deinem Feldherrn. Diese Entscheidung wird Schlacht beginnt, sobald Nasty das Zeichen gibt. Fuck! Lasst uns nicht zaudern oder zurückweichen, Streiter von Ignadon. Für Kalan! Oh nein, oh Gott, oh je, oh Gott, nee. Krieg? Dings? Ah, und ich habe nur so eine Nahkampfwaffe. Und einen Bogen. Okay. We are screwed. Die ersten Maschinen nähern sich unserer Reichweite. Shit. Dann bringen wir es hinter uns. Oh my. Okay, fuck. Ich mach mal hier auch noch ein Save. Nicht. So bleibe er stehen. Wie kann ich den Fokus wechseln? Was ist noch ein? Gespeichert im Kampf. Nun denn. Aber so sei es. Ja.
Oh, Nancy ist bewusstlos. Erstmal die Zeit nutzen zum Looten. Oh, mein... mein Kopf. Na, Nancy, Kopfschmerzen? Nicht vorlaufen, Alter. Schön sachte. Ist hier vorne noch so eine Kampfmaschine, die ich vielleicht plündern kann? Einiges mehr weggeludet gerade. So, das ging noch klar. Gut, ich habe mir einen Stim vorher reingezogen. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. War das schon alles? Ich hoffe, Sie haben noch mehr zu bieten als das hier. Ach, ich weiß nicht. Wir müssen weiter. Bleib an meiner Seite, verstanden? Weiter vorrücken! Ich weiß nicht, wie mir das so gefällt. Was habe ich denn so eigentlich gelootet gerade? Ich habe überhaupt keinen Überblick. Außerdem bin ich ein Level gestiegen. Ich fände, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um noch mal kurz bei so einem Überlebenslehrer oder so einen Stopp zu machen. Ach komm, ich gönne mir noch ein Stück Fleisch. Leute. Das ist tatsächlich jetzt sehr spannend gerade. Oh fuck. Die greifen doch jetzt nicht den Hort irgendwie an? Ah je. Explodiert. Okay. Ich gebe, glaube ich, erstmal den Dicken mit ein paar Granaten. Open the dump folder. Ja, das ist toll. Abgestürzt oder was? No fuck? Schon okay. Leute, das ist nicht okay. 5 Minuten. Ah, das war so spannend. Mist! Das ist ja von der mega miese. Moment, warst ja eh tot und musstest laden. Ja, stimmt schon, Stromski. Aber nun. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt den Kampf. Habe ich im Kampf nochmal gespeichert? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich will weiter spielen. Oh Gott! Ah. Ja, Logo, bla, haben wir. No! Nein! Oh Gott. Aber das Gefährliche ist, jetzt meine Granaten sind jetzt wieder. Oh nein!
Wir haben offensichtlich ein größeres Problem. Fuck. Vielleicht bin ich zu gut. Das ist natürlich möglich. Hatte ich noch nicht überdacht, aber das wird es wahrscheinlich sein. Haha, ist das gemein! Oh, das ist Mobbing. Wo ich den Kampfkolossen so hart gebe gerade. I no like this. Me no like this. Jetzt macht er gar nichts mehr. Fuck. Ein Versuch noch, oder? Vielleicht kann man bis zu der Stelle noch nicht weiter oder nach der Stelle noch nicht weiterspielen. Ist das gemein. Ich habe ja gerade noch mal die Granaten auch gebufft. Vielleicht muss ich kurz warten, bis das Spiel am Start ist, bis ich da reingehe in das. Ich so viele schnelle Eingaben gemacht habe, so episch gespielt habe. Vielleicht ist das ein Problem gewesen. Ich meine, es ist nicht abgestürzt. Aber der hat auch gerade die Aggro. Oder ich habe halt auch gerade die Aggro gezogen, so rum. Oh! Okay, ich hab drauf gekriegt. Aber der Kampfkoloss ging auf jeden Fall schön schnell down. Das sollte ich beibehalten. Easy! Epischer Kampf und Dirk schmeißt nur Granaten. Noob-Taktik. Nee, nee, nee. Hallo? Das ist meine Taktik. Lieber schnell speichern, bevor das Spiel wieder abstürzt. Ja, ja. Oh, das war ja echt gemein gerade. Vor allem zweimal nacheinander. Ah, eine Kampfmaschine von uns auch zerstört. Immer gefährlich. Vor allem habe ich jetzt nur noch 8 Granaten. Das macht wahrscheinlich die nächsten Kämpfe gleich nicht unbedingt wesentlich leichter. Aber nun, wir werden sehen. Metallschrott, das sieht immer aus wie eine richtige Waffe. Das ist aber nur so ein bisschen Metallschrott. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Zwei so blöde Mini-Kampfmaschinchen. Und Nasty und ich. Ah, eine Assel, Moment. Ich brauche für diese eine Suppe doch Asselfleisch. Verdammt nochmal, diese Mistkerle! Statusbericht. Mir geht's gut. Das habe ich nicht gefragt. Oh, fuck. Der Konverter ist nicht mehr weit entfernt. Lass uns angreifen. Okay, eine Etappe noch. Dann trete ich dir in den Arsch. Fuck, weiter. Ich bin im Sack. Ich habe noch einen Stim.
Und ich habe noch 8 Granaten, Alter. That's everything I got. Was hast du gegen Apfelfleischsuppe, Tomski? Ich hoffe, ich habe gerade nicht aus Versehen meine Kampfmaschine da verletzt. Das wäre ärgerlich. Oh je, oh nee. Nie im Leben. Auf den Sack kriege ich. So sieht das aus. Muss ich tatsächlich kämpfen jetzt noch. Aber die haben auch so eine fiese so Stun-Sachen und so. Ich kann doch hier jetzt nicht irgendwie in dieser Mission da den Ober, die Obergurus angreifen. Die hauen schon drauf hier meine, die Kampfmaschinen der Kleriker. So ist nicht. Aber, also, oh Gott. Erst hast du eine fette Mission gestartet, um dich vorzubereiten. Ja, was ahne ich denn, dass das hier so eine fette Mission gibt? Oh je. Da sehe ich ein, ist jetzt alles schwierig. Hier, so weit. Einen kleinen Halbsoldaten, den mache ich. Was denn? Nur noch ich jetzt, oder was? Klick. Das? Habe ich das? Warte mal, bevor ich jetzt irgendwen anspreche, muss ich kurz noch in Ruhe plündern. Oh, einiges zu plündern. Plündern, plündern, plündern. Ein Kleriker, oh, schade. Einfach plündern, plündern, plündern. Ich habe, glaube ich, sogar immer noch eine Granate übrig. Easy. War's das jetzt? Gehen Sie nach, ob wir auch alle erwischt haben. Wenn nicht, dann erledige den Rest. Verstanden? Ich halte hier die Stellung. Was heißt geh und erledige? Moment mal. Geh und guck mal nach, irgendwie so. Geh du nochmal noch rein, ich chill hier ein bisschen, halte die Stellung, ja, ja. Klingt alles nicht schlecht. Oh, Ulbricht ist gestorben. Oh. Jurex Keycard. Habe ich bekommen, okay. Okay, es ist richtig viel passiert gerade. Wir sind eigentlich drüber mit der Zeit, aber wir müssen das kurz hier, glaube ich, noch abklären, was hier passiert ist. Wir haben gerade heftig den Alps, den Ass gekickt. Ist nicht noch einer von den Kleriker-Commandern auch noch da? Sie ist auf jeden Fall, okay, ist klar, aber Ulbricht ist natürlich tot, ne? Er hat eine geile Waffe hier liegen, die hätte ich gern. Vielleicht sollen die auch tot sein. Ich speichere mal nochmal ab und nehme mal nochmal so einen kurzen Snack zu mir. Alter. Gierige, ja, ja.
Leute, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt gerade. Mein Puls geht. Hier, ach so, sind so Schildgeneratoren. Interessant. Sind hier noch so vereinzelt noch einer übrig oder was? Ach nee, das ist nur so ein Huhn. Er gibt mir wahrscheinlich jetzt. Wenn ich jetzt beim Huhn gestorben wäre, hätte ich ihn sofort aufgehört. Weißt du, jetzt muss ich jetzt hier noch rein und gucken oder was? Das ist doch scheiße, da sind doch schon wieder noch welche. Und ich bin nicht mehr gut vorbereitet. Schalter? Ah, ist das ein Lift? Mhm. Kein Problem, Alter, gibt mir hart. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich laufe da jetzt einfach nochmal rein. Also ich hatte so das Gefühl, das war, was ich tun soll. Die Sache ist die, ich habe irgendwie dann kann keine Waffe zücken sozusagen oben, weil da direkt der. Ich probiere das nochmal ganz kurz. Fair. Okay, ich probiere es mal erstmal nochmal mit einer Granate. Eine habe ich ja noch. Das war okay jetzt, oder? Das war nicht zu peinlich. Aber ich muss wahrscheinlich noch einen hochfahren und da kriege ich dann richtig drauf, weil da nochmal so ein Mech drin sitzt oder so. Jetzt habe ich nämlich auch nichts mehr. Jetzt habe ich kein nichts mehr. Nix. Keine Granate, kein nix. Tja!
Alter, aber ich verteile schon jetzt ganz gut inzwischen. Also so schlimm wehgetan hat er mir nicht mehr. Der Halbsoldat. Du bist nicht erneut gestorben, also geht's schon ganz gut. Bäh, bäh. Doof. Du bist doof. Ach, herrje. Vielleicht kann ich das auch noch ein bisschen ruhen lassen hier einfach und nicht angreifen. Ach, du Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ah, nee. Ah, die grillen mich. Ah, nicht den Bogen! Nicht den Bogen! Oh, nee, nicht den Bogen! Oh Gott, oh nein! Den Bogen doch nicht! Was will ich denn mit dem Bogen? Oh, hier darf ich nicht durch! Oh! Knüppel aus dem Sack! Ob du dir mal noch einen reinsnackst? Wie im Leben wird das was! Ja, was weiß ich, dass das eine verschlossene Tür ist? Ich dachte, vielleicht ist das nur so ein Strahlenpanzer und ich sterbe das da drin einfach. Oh, den Bogen. Warum holt er den Bogen raus? Holt er den Bogen raus einfach. Resident! Icy Ice! Hallo, vielen Dank für deinen Horst. Und das ist jetzt ganz belastend, wenn ihr jetzt einmal reinguckt. Das ist nicht okay. Trotzdem vielen lieben Dank. Ich kann dir sagen, warum. Itemplatz 2 Bogen. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Was hat er für eine Kombi rausgeholt? Ah, nee. Warte mal, das war nicht schlecht. Ich habe gestartet mit dem Machtstoß. Das mache ich jetzt gleich nochmal. Der Machtstoß, der ist sehr gut. Den mache ich nochmal. Und dann gebe ich ihm mal direkt auf den Senkel. Passt auf. Pass mal auf, wie toll das wird. Das wird so toll. Vielleicht gilt der Machtstoß auch gegen mehrere. Dann würde ich versuchen, gleich mehrere zu erwischen. Warum heilst du dich auch zwischendurch? Ja, das Ding ist, wenn ich heile, dann schlucke ich die ganze Zeit an diesem, nuckel ich die ganze Zeit an diesem Heiltrank rum. Der muss dann die ganze Zeit den trinken und währenddessen kann ich nichts machen. Außerdem habe ich die Energie tatsächlich nicht im Blick. Ich bin kein Lauch, ich bin ein sehr mächtiger Krieger. Nahen Alpsoldat. Ah.
Das hat gut funktioniert. Kampfmaschinen, ey. Heftige. Warte mal kurz. Ich kann noch mal gucken, was ich noch so mit habe. Vielleicht habe ich noch was Geiles mit. Einen geilen Stim oder so. Guck mal, den kann ich mir auf jeden Fall noch schön hier auf die 7 geben. Und dann habe ich noch hier bestimmt so eine Machtstoßgeschichten. Warte mal kurz, wo habe ich denn das? Hier sind die Sockel? Nee, das ist Quatsch. Sonstige. Waren denn noch mal die... Irgendwo habe ich doch so diesen Stim-Kram auch am Start. Bei den Waffen? Wahrscheinlich bei den Waffen. Ah ja, okay, Machtwelle. Das ist jetzt Machtstoß. Machtwelle. Sagt aber auch nicht, was er genau macht. Objektsicht, Körperschild. Rüstung plus 10. Wie lange geht er? Effektdauer 40 Sekunden, okay. Warten wir nochmal ab. Achtung, Energie. Ich habe das schon gesehen. Ich kann aber auch keinen Heiltrank benutzen, wenn ich gerade, also wenn ich gerade einen Schlag abbekomme. Dann kann ich den nicht nutzen. Burrito Burrito, Alter, aber auch nochmal mit allem, was ich hatte. So. Und immer geht es ein Stückchen weiter nach oben, ne? Aber diese
Halbzauber hier noch mal kurz mitzunehmen jedes Mal, das ist schon nicht schlecht. Moment. Ach, wie war das nochmal beim Hacken? Die Grünen bleiben stehen, verdammt. Nein, die roten sind richtig. Nicht vier. Ach so. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, Mist. Vier, sieben, fünf, sieben. Okay, die sind nur in der die andere Reihenfolge, okay. Ja. Das war nichts. Digga! Ich elixiere immer ja noch. Ja, ja, sorry. Aber es ist gerade. Das war nichts. Ich habe jetzt immer nur noch einen Versuch oder was? Das war nichts. Okay. Ja. Das hat nicht geklappt. Ich wusste auch nicht mehr, wie das Hacksystem funktioniert. Okay, warte mal, wo war der nächste Lift? Wo war doch hier schon mal? Hier? Nächster Lift? Wo? Hier war doch eben auch wieder ein Lift. Ach, hier, genau. Kampfmaschine. Gegeben! Okay, ich glaube, das ist die letzte oder vorletzte Etage, wenn ich das so richtig gesehen habe mit der Karte, aber vielleicht irre ich mich auch. Warum laufe ich eigentlich immer an dieser Dings vorbei, an dem Lift? Oh!
Ach, fuck. Oh nein. Oh, dumm. Ich hatte keine Heiltränke mehr. Scheiße. Meine Heiltränke waren alle. Oh, noes. Okay, warte mal kurz. Inventory. Heiltrank. Dann nehmen wir doch mal lieber die großen Heiltränke jetzt drauf. So. Den hier auf die 5. Ja, schade. Wäre locker möglich gewesen. Halbsoldaten. Das Fleisch noch wegsnacken. Alles mal hier wieder besorgen. Ja, mit dem Schildzauber ging's. Ich hoffe, ich krieg noch einen dazu. Macht Welle. Hab ich jetzt mehrfach gekriegt hier. Wo ist denn der andere? Lümmel. Was ist denn Machtwelle noch? Soldaten hier noch um mir geschnappt. Der müsste auch irgendwo sein. Ich bin kein Techniker und habe keine Ahnung, was hier... Sind nicht die Separatisten zu einem Großteil Techniker? Okay, hier ist also noch irgendwie ein bisschen was zu tun. Ich finde irgendwie den anderen Lümmel nicht, den ich hier platt gemacht habe noch. Den würde ich ja gerne noch looten, aber irgendwie ist der weg. Keine Ahnung. Bin ich denn blind? Wo ist er denn hin? Futsch. Verschwunden, verpufft. Da ist die Drohne, da ist der eine Dude. Der andere war. Naja. Nochmal Inventar. Jetzt haben sie hier nochmal die Machtwelle. Ich weiß wirklich nicht, was das macht. Schaden 80. Macht Stoß, macht Schaden 100. Radius 5 Meter. Kann ich mir eigentlich auch mal hier jetzt mit reinlegen, oder? Oder sogar, warte mal, da vielleicht besser. Und dann lege ich mir dafür noch, auch im Inventar. Ah, hier, guck mal, kleiner Heiltrank. Den kann ich mir noch mit auf die 4 legen. Und dann dackeln wir mal da hoch. Ich das hart verkackt da mit dem Hacken vorhin. Ah, meinte ich, komme gar nicht mehr weiter jetzt? Okay, dann ist das vielleicht ein Punkt, um aufzuhören. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Ich meine, ich habe für irgendwas ja diese Karte offensichtlich noch bekommen. Die Karte von dem Alp. Dude. Aber, keine Ahnung. Nur,
kann ich damit offensichtlich noch nichts anstellen. Irgendwie hier geht es an den Konverter nochmal dran. Da ist jetzt alles beseitigt hier drin. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich das Hacken vorhin versaut habe. Ich weiß, inwiefern das noch wichtig ist. Also es sah halt so aus, als wäre es relativ wichtig. Kann ich nie wieder machen. Käse. Das hier kann ich irgendwie auch nicht deaktivieren oder was? Was sehe ich denn? Hier ist eine Truhe. Macht nichts. Okay, es gibt jetzt irgendwie nichts. Nichts Entscheidendes hier wahrscheinlich. Heidewitzka, Leute. Das ist ganz schön aufregend. Muss ich schon sagen. Ich gehe jetzt nach unten zu Nasty, schließe das hoffentlich damit erstmal ab. Ich meine, es geht noch eine Etage tiefer irgendwie oder so. Oder ist da tot, da unten? Ich kann es mal ausprobieren. Wasser? Okay. Wild. Da gibt es also auch nichts zu holen. Gut, wieder raus ins Tageslicht. Und dann machen wir da mal einen Haken hinter. Ich meine, ich müsste ja eigentlich noch mal drum rumlaufen auch. Was hier so noch geht. Ist ja auch irgendwie durchaus spannend. Jetzt, wo hier nichts mehr los ist. Hier ist schon eine ganze Menge Blut. Weniger Loot, als ich erhofft hatte. Okay, hier sind nur welche Tierchen. Ich habe mich gefragt, ich musste ja irgendwas beim Konverter mal irgendwann noch holen, so Dinger. Zumindest glaube ich, war das beim Konverter, da war es woanders, ich weiß auch nicht. Vielleicht war es auch doch woanders. Ja, ist auch viel weiter südlich. Irgendwie auch mal was tun. Vielleicht gibt es ja auch ganz viele Alp-Converter. Und ist das jetzt schlecht, dass der Typ da tot ist, der Anleiter von den Klerikern? Jetzt bin ich natürlich wieder angefixt zu wissen, wie es weitergeht hier mit der Story. Aber nun. Doch nichts Aufregendes mehr. So eine Handvoll Dinger noch. Ich weiß nicht, die Drohnenkontrolle hätte sein, oder kann sein, dass ich die natürlich hätte einsetzen können. An ein, zwei Stellen, um irgendwie so eine Drohne tatsächlich zu übernehmen oder so. Von den anderen Alps hier, aber. Ich sagte. Geh und erledige den Rest! Die Schlacht ist gewonnen! Verdammt, ich bin gerade erst angelaufen. Verfluchtes Pack! Ich bin noch nicht fertig mit euch! Hä? Was ist? Glotz mich nicht so. 12.000 Erfahrungen? Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenkämpfen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du mir geben kannst, was ich brauche. Ich brauche aber Unterstützung im Kampf gegen meine Feinde. So, so. Deine Feinde, hä? Warum sollte ich dir dabei helfen? Kommt darauf an, was du willst. Elexit? Ruhm?
Ehre? Nice. Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Du redest hier mit der Schwester des größten Halsabschneiders der Wüste. Das Einzige, was mir ein müdes Lächeln abbringen würde, wäre endlich mal ein würdiger Gegner. Wäre der Eispalast groß genug für dich? Hä? Ja klar, du kämpfst gegen den Eispalast. Das ist doch ein Witz, oder? Eher nicht. Warte mal, du bist doch nicht etwa dieser Alpbastard, den sie in Edan abgeschossen haben. Ja, leck mich doch. Ich hab von dir gehört. Aber du kämpfst jetzt für die freien Menschen, so wie es aussieht. Wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir alle auf demselben Planeten leben. Wir alle am Arsch. Die anderen interessieren mich einen Dreck. Ich sag dir was, Altbastard. Ich will dabei sein, wenn's knallt. War klar. Je lauter und dreckiger, umso besser. Und keine Lakaienjobs, dass das klar ist. Ich will die ganz große Scheiße, klar? Wenn du deinen Einsatz bekommst, dann direkt an meiner Seite. Okay. Ich bin dabei. Und glotz mir nicht ständig auf meinen Arsch, klar? Wenn wir nicht verrecken wollen, müssen wir uns wehren. Ja, scheiße auch. Was ist los? Ich bin schwer beeindruckt, dass du William davon überzeugen konntest, dich bei uns Outlaws aufzunehmen. Hast du etwas anderes von mir erwartet? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, vermutlich nicht. Naja, Hauptsache du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. Ich nehme sie jetzt erstmal mit. Mitkommen. Natürlich. Aber ich will ja auch den Ray mitnehmen, damit der mir mal hier noch schon was plündern. Damit der mir mal noch seine letzten Missionsziele nennt, damit wir die irgendwie auch anstatt bringen können. Lustig. Einmal Ring des Klerikers erhalten. Guck mal, hier irgendwie ist das ganze Schlachtfeld auch aufgebraucht. Was ist mit denen jetzt eigentlich? Die Kleriker, mit dem Kleriker-Boss kann ich mich jetzt irgendwie auch nicht mehr unterhalten und noch Erfahrungen irgendwie holen. Das ist jetzt wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob ich sie oder Ray lieber mitnehmen soll. Aber wie dem auch sei, wir müssen jetzt hier einen Breakpoint finden. Ich guck mal ganz kurz nochmal ein bisschen an, was jetzt gerade so Phase ist. Ich befürchte, ich bin gerade mindestens drei Level aufgestiegen. Das ist schon krass. Kann also jetzt entsprechend meine Intelligenz so hochbringen, wie ich sie brauche. Das kann ich schon mal machen. Das mache ich auch gerade noch, das Lernen, damit ich das nicht vergesse fürs nächste Mal. Wir haben noch 4 Lernpunkte. Das heißt, ich würde gerne zum einen hier jetzt den Abenteurer an den Start bringen. Beim Überlebenslehrer. Dann muss ich ein bisschen was Handwerkliches erlernen. Aber das kann ich nächstes Mal in Ruhe machen. Sind wir hier oben, ne? Und ich habe halt hier in der Nähe nichts. Das ist das Problem. Ich habe jetzt hier wieder nichts, wo ich hinfliegen kann, mal zu dem scheiß Converter zum Hinporten. Aber das wird jetzt bald alles besser. Die müssen doch auch hier vorne irgendwie eine Station haben, wo sie sich hingeportet haben, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier gar nichts ist in die Richtung. Das Scheißvieh sucht Ärger! Nix. Keine Teleport-Geschichten hier. Ja, alles so. Alter. Was ein Brett, ey, ohne Scheiß. Richtig krass. Das war echt ein krasses Finale gerade. Um.
Mad Bob ist Überlebenslehrer. Hank ist Outlaw-Lehrer. Kampflehrer. Du kann nix. Outlaw-Lehrer. Ah, der Doc ist Handwerkslehrer, okay. Kann ich das beim Doc irgendwann mal in Auftrag geben vielleicht? Alter, Alter. Was muss ich eigentlich, das muss ich auch mal rausfinden, hoppala. Was muss ich eigentlich tun für den, Rüstung muss auch stärker werden. Für den... Ich glaube, es ist auch bei Kampf vielleicht. Den Jetpack-Angriff. Geschicklichkeit brauche ich da jetzt noch ganz viel für. Nahkampfangriff mit dem Jetpack ist irgendwie auch sehr reizvoll. Für mich. So. Hol ich hier Mad Bob mal noch. Besuchen, war der nicht irgendwo hier? Unsere Stadt ist das Juwel der Wüste. Verlockend, gefährlich. Und immer für eine Überraschung gut. Ja. Gut, Taverne. War nicht hier, Mad Bob? Ich bin ein bisschen verwirrt. Zur Hölle. Wo ist Mad Bob? Ich habe mich verlaufen. Mann. So, einfach noch einmal rum um den Schuppen hier, oder was? Dann sitzt er hier hinter in der Ecke. Alles klar, okay. Verwirrung! Bob ist bes... Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Okay, nice. Sie werden mir alle angezeigt. Crazy. Alter, das sind noch einige, die ich noch bekommen kann. Sehr gut. Hier war natürlich einer direkt beim Converter. Ja, sweet. Sehr sweet. Die können wir jetzt mal alle aktivieren bei Zeiten. Sehr gut, gefällt mir. So, wir speichern jetzt hier. Ich kümmere mich das nächste Mal um den anderen Krempel. Hallo Astra! Und gleich auch schon wieder tschüss Astra. Wir sind nämlich jetzt durch an dieser Stelle. Ah, meine Güte. Spielstand Outlaws 2. Der wird einfach mal überspeichert. Obwohl ich die beiden Kleriker-Dudes habe ich ja zusammengepackt gerade eben und die zusammen dorthin gehen lassen, damit die eben Unterstützung haben und habe selber alleine mit Nasty meinen Teil da gepackt. Ist einer von denen gestorben und ich muss gleich mal gucken, ob ich überhaupt jetzt bei den Klerikern noch irgendwas bekommen kann dafür. Aber ich habe richtig viele Attributspunkte noch, die können wir das nächste Mal schön verramschen. Ich freue mich da drauf und auf jeden Fall uns hart aufpimpen und sind dann auf einem guten Weg. Ich glaube 4 Level oder 5 Level noch, bei den Outlaws noch ein Level aufzusteigen. Das ist also dann das nächste Mal richtig nice. Hat Spaß gemacht. Sehr coole Session Elex, auch wenn es mit den Abstürzen und dem Fehler am Anfang ein bisschen gedauert hat.